Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rissen. Eigentlich wollte ich mich ja mit Mendoza treffen. Vielleicht schaffen wir das diese Folge noch. Aber erstmal ist hier ein bisschen Erkundung angesagt, würde ich mal meinen. Jawohl. Ach gut. Schreib gut. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Ah. Hier steht etwas über Magie. Gucken wir uns doch mal ein bisschen genauer um hier. Was ist das? Wie gesagt, die Ringe haben wir ja am Ende des letzten Parts erfahren, dass die manchmal schon was bewirken. Da ist nochmal eine Tür. Die geht auch so auf. Das ist gut. Habe ich mal gar kein Problem mit. Der Text handelt von... Ich glaube, wenn wir ja von der Vulkanfestung wieder raus sind, sind wir die klügsten Menschen auf der... Aussprechen kann ich nicht, aber die schlauesten Menschen auf der Insel. Die schlauesten Menschen vor allen Dingen. Hm, ja. Ich nehme diese letzte Aussage nochmal zurück. Eine Truhe. Na, das war nix. Und nochmal. Das war nix. Wer sagt's denn? Aber das war was. Eile? Naja. Lichtzauber brauche ich jetzt halt nicht unbedingt. Was sind das? Kristallkugel der Telekinese. Noch eine Möglichkeit, wie wir hier zaubern können. Das wird uns hier auch nochmal erklärt. Telekinese. Die Kraft der Gedanken bewegt Materie, um Gegenstände aus großer Entfernung zum Magier hinzubewegen. Gut. Auch Schalter und Hebel, die weit entfernt sind, lassen sich auf diese Weise betätigen. Sehr interessant. Okay, wir könnten nämlich hier einmal antatschen und dann können wir ferne Objekte zu uns ranziehen oder Schalter betätigen oder ach, alles mögliche, Leute. Aber wir gucken uns hier erstmal weiter um. Da ist ein Loch im Boden. Dasselbe ist hier Levitation. Levitation ist ja der Schwebezauber. Dies war nix. Dies war nix. Dies war nix. Geht doch. Aber dies war's. Kriegen einen Haufen Zeug zusammen und steigern hier nebenbei. Ach, das wird uns auch nochmal erklärt, was Levitation ist. Das war ja schon mal ein Geheimgedöns, dieses Bild. In dem Fall aber nicht. Na gut, wir gucken mal weiter. Hier wäre ein Alchemietisch, da habe ich keinen Schimmer von. Aber die Levitation können wir gebrauchen, um da rüber zu kommen. Was wir auch gleich mal tun werden. Passt da mal auf. Jetzt können wir nämlich schweben. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Sonst reicht das am Ende nicht. Ihr seht diesen gelben Balken. Wir sacken ein bisschen ab, aber das reicht. Fump. Sehr schön. Sind wir jetzt nämlich in dem Raum hier. Da nebenan ist der Zauber der Telekinese gewesen. Hier ist Verwandlung. Das wird eine, wenn ich das sehe, Nautilus-Verwandlung sein. Aber erstmal uninteressant. Erstmal plündern wir, was geht hier. Das ist ein Bereich, der scheint hier den Weisen gar nicht so geläufig zu sein. Das scheint die gar nicht zu interessieren. Eine Nautilus. Ja. Das habe ich jetzt mal abgekürzt, weil der sagt uns da jetzt nicht wirklich was Interessantes. Wir machen das jetzt einfach mal, denn sind wir jetzt einfach mal eine Runde rum. Und ihr seht, ja, jetzt bin ich so ein kleines Viech, was normalerweise am Strand rumkrebst. Wie gut. Jetzt überlege ich aber bloß, die Telekinese kann ich hier tatsächlich relativ häufig benutzen. Und was auch schön ist, wir haben den Zauber jetzt gespeichert. Das ist der einzige, der jetzt nicht direkt ausgelöst wird. Wir könnten diesen Schalter auslösen. Bump.
Dann haben wir hier nämlich eine Abkürzung geschaffen, was nicht schlecht ist. Können das Ding aber gleich nochmal benutzen. Im nächsten Raum, wo wir die Abkürzung geschaffen haben, würde dieser Zauber aber verpuffen, weil ihr seht ja diesen Kristall da. Das ist ein sogenannter Anti-Magie-Kristall. Da geht das nicht mehr. Da ist der denn einfach weg. Ist das das Buch, was wir haben wollen? Wartet mal. Wir haben ein Buch gefunden und der oben hat ein Buch gesucht. Über Stabkampf war das. Ja, ich weiß nicht, ob das das ist. Wir laden Telekinese gleich nochmal ab. Weil da gibt es noch viel, was ich damit benutzen kann. Gibt es ein paar Gegenstände in den höher gelegenen Regalen. Es gibt das eine oder da. Kleiner Mana-Trank. Nehmen wir natürlich mit. Kommt zu mir rübergeflogen. Die Buchstaben habe ich glaube auch noch nicht gelesen. Interessant. Wir sind das schlauste Mensch, was geht hier auf Insel, wenn wir hier fertig sind. Da laber ich denn nimmer so einen Stoß wie jetzt. Da drücke ich mir dann hier wild aus, wa? Das glaubst du ja nicht. Ganz wichtig, Leute, mein Gequatsche niemals ernst nehmen. Da können wir noch nicht rein. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Da brauchen wir eine Zauberspruchrolle. Magische Barriere zerstören heißt die, glaube ich. Hier ist doch irgendwas. Hallo? Wo denn? Was denn? Wie denn? Hi? Nautilus-Verwandlung als Spruchrolle nehmen wir natürlich mit. Hier gibt es auch noch so die ein oder anderen Ringe, die wir betätigen können. Da brauche ich jetzt nicht mal unbedingt den Spruch dafür. Und natürlich, Weisheit kann gesteigert werden. Es handelt von magischen Sprüchen. Finde ich sehr nice. Sehr, sehr nice. Ich sag doch, wir wären ein richtiger Fuchs. Mit X. Da ist noch. Komme ich da ran? Ach, das kriege ich so. Okay. Hat aber lange Arme. Den Ring haben wir ja schon betätigt. Den gehen wir doch hier mal rein. Skeletor. Also für Skeletor auf Wisch bestellt. Ja. Aber er blockt gut. Wenn der Block nicht da ist, dann haut's aber rein. Ja, jetzt komm noch mal hier. Ich gehe mal ein bisschen auf Abstand, dass er mal rankommt. Ja. Da liegt da. Ja, ein rotziges Schwert. Rostiges. Rotzig wäre auch gut. Es gibt dann, glaube ich, einen Zusatzeffekt an Schaden. Noch ein Buchständer. Hier steht etwas über Magie. Wir hatten irgendwie 31 oder 32 Punkte. Weisheit. Mal von vorn. Nix. Der Dietrich ist. Okay, alles klar. Na, also. Gekillter Schloss. So. Goldmünzen. Ah, Magiekristall. Ja, das brauche ich nicht, weil diese. Das werde ich nicht lernen. Aber Telekinese ist ganz gut. Brauche ich ja doch noch. Weisheit auch. Hier steht etwas über Magie. Also, Weisheit brauche ich nicht unbedingt, aber wir gucken ganz kurz mal, was das uns jetzt schon eingebracht hat. Von 32 auf 56. Nur weil wir hier rumgerannt sind und ein paar Bücher gelesen haben. Ja, kann man machen. Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Will er nicht aufmachen? Kann er nicht aufmachen? Weiß ich nicht. Aber da kann man ins Loch fallen. Ha! Die Möglichkeit haben wir noch. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob wir da eventuell den Telekinese-Zauber mitnehmen sollten. Aber erstmal hier runter. Putz. Ach, da hätte ich mal wieder das Akrobatik-Ding eigentlich nehmen sollen. Ich pfeife mir mal ein bisschen Heilung rein.
Was haben wir denn hier für nette Sachen? Nehmen wir mal Heilpflanze. Haben wir ein paar von. Hat er gerade eben nicht gewirkt? Also, bin ich ja erschüttert. Machen wir ein bisschen Weisheit steigern, oder was? Der Text handelt von magischen Sprüchen. Finde ich gut. Und natürlich wird diese Truhe geplündert. Mal von vorn. Auf diese Weise nicht. Ach, und auf diese Weise auch nicht. Geschafft. Jawohl. Läuft. Hier nochmal rumgucken. Wie gesagt, wir haben das eine Buch da gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, für welchen von den Kaspern das wichtig war. Noch ein Buch. Achso, mehrere Bücher, wo wir gar nicht wissen. Das ist eine Öffnungsgeschichte. Wir haben ja noch eine Tür, glaube ich, die wir nicht so aufmachen können. Aber die können wir jetzt hier auf jeden Fall öffnen. Tada! Schlösser öffnen. Ja, wird uns das jetzt bloß erklärt. Nicht so interessant. Aber es gibt noch, glaube ich, eine Tür, die kann ich so nie aufmachen. Gucken wir doch mal. War das jetzt hier? Nö. Nee. Ah, nicht. Die Tour habe ich doch schon aufgemacht. Wo war jetzt noch eine Tür? Wo ich entweder den passenden Schlüssel bräuchte oder diesen Zauber hier. Irgendwo hab's da, Norbert. Da! Usela! Sehr schön. Ich glaube, das ist aber der sinnloseste Raum im ganzen Spiel. Nicht ganz. Da gibt es ein Nautilus-Loch. Da gibt es ein Nautilus-Loch. Ob ich da durch kann allerdings, das weiß ich nicht. Da müsste ich durch den Antimagie-Raum. Das ist Telekinese. Der Raum da ist denn für Nautilus? Weil ich habe zwar eine Spruchrolle, aber ich will halt auch sparen. Ne? Ich bin halt geizig wie die Hölle. In solchen Spielen schon. Am Ende habe ich immer so viel Krempel dabei. Das brauche ich alles gar nicht. Ja, wir müssen hier technisch gesehen die Levitation machen. Und dann drüben im anderen Raum auf die Nautilus wechseln. Und dann trotzdem noch schnell genug sein, dass wir denn durch das Loch können. Ansonsten muss ich wirklich eine Spruchrolle benutzen. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Also Nautilus noch. Mal sehen, ob das klappt. Die Idee ist ja da. Ob der Zauber lange noch reicht, das weiß ich nicht. Und ob ich überhaupt da komplett durchkomme. Aber es sieht ganz gut aus. Ja, das könnte noch erreichen. Habe ich mir auf jeden Fall eine Nautilus-Spruchrolle gespart. Alles habe ich jetzt hier noch nicht erkundet, ist aber nicht schlimm. Magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Nochmal Weisheit? Ja, warum nicht, ne? Und eine Truhe, die sogar so aufgeht. Das ist nice. Leere Spruchrollen hätte ich mir sparen können, die zu kaufen. Na ja, gut. Und jetzt kommen wir hier bei Abrax raus. Ich kenne die Abrafaxe. Ich als Ossi kenne die Abrafaxe. Hebel ist immer gut. Hebel immer. Bist du wieder pissig, wenn ich da rangehe? Ich habe da ein bisschen Bedenken. Ich will den nicht umklatschen müssen. Er sagt nichts.
Das ist okay. Komm ich mit klar. Also wenn der da so friedlich ist. Wahrscheinlich ist der so auf seine Tränke konzentriert. Sehr alter Buchständer. Ah, hier steht's. Illusion. Die benötigte Komponente ist der Hauer eine... Illusion will ich gar nicht lernen. Bringst aber du mal mir gucken, was zu essen? Der zu sagen hat. Stell es zu den anderen Tellern. Ich esse später. Was war jetzt los? Was machst du hier? Forschen. Warum bin ich wohl sonst hier unten? Pass bloß nichts an. Du bringst mir sonst noch meine ganze Ordnung durcheinander. Ich glaube, da sind wir ein bisschen zu spät. Warum bist du hier unten? Wegen meiner Arbeit. Die Alchemie ist gefährlich. Bevor ich mit meinen Experimenten jemanden verletze, bin ich lieber hier. Außerdem habe ich hier meine Ruhe. Meistens jedenfalls. Jetzt nimmer, ne? Kannst du mir was beibringen? So seid ihr jungen Leute. Kannst du mir mal eben was beibringen? So geht das nicht. Die Alchemie ist eine schwierige Wissenschaft, die Zeit und Talent erfordert. Kannst du mir denn was zeigen? Ein paar kleine Kniffe kann ich dir zeigen, aber glaube ja nicht, dass das ausreicht, um in die Forschung einzusteigen. Was kannst du mir beibringen? Wie gesagt, das interessiert mich halt leider nicht. Aber kann ich guck mal, bei was dir der Tränke hat. Kaufen? Tränke, Zutaten und Zubehör. Alles, was das Forscherherz begehrt. Mein Angebot an Zutaten ist allerdings zurzeit sehr... Vielleicht hat er Stängelt. Das sollte sich mit der nächsten Lieferung aber ändern. Lass uns handeln. Ach, Leute. Der Burner ist es nicht. Da brauche ich nichts von. Manche sind das andere, manche spielen aber andere Charaktere. Und ich mochte es. Hier sind wir nicht reingekommen vor im letzten Part. Und jetzt kann ich das. Das ist super. Irgendwer wollte ein Kampfgedöns haben. Wartet mal ganz kurz. Guck ich doch ganz kurz mal. Ich will halt auch mal Questen abgeben wieder. Rufus Weisheit im Kampf. Wo ist denn der? Wo ist denn das? Bin ich da richtig? Der ist hinten beim Friedhof. Was wie? Hä? Nee, eigentlich nicht, ne? Warte mal, Rufus war doch hier irgendwo. Ne, das Bronco. Cardo. War das der Türsteher da? Halt! Nee, war er nicht. Ach, Menno! Ich glaube, ich weiß, wo. Nicht du? War der hier in der Parallelstraße? Ach, da muss ich, glaube ich, darum, wo es zur Halle des Inquisitor geht. Und da der nochmal links abbiegen. Hi Vince! Wir treffen uns ja noch, ne? Ich habe ja noch ein Date mit dir. Hier könnte er irgendwo sein. Erstes glaube ich nicht. Nee, ist Ash. Ich hoffe, das war jetzt hier. Rufus. Nee. Ich hab ja zwei Bücher gefunden, aber da war wohl denn doch noch nicht das Richtige dabei. Ansonsten müsste ich tatsächlich mal gucken, was haben wir denn questtechnisch noch?
Schreibzeug. Ja, Pergament habe ich genug. Ich brauche noch eine Schreibfeder rein, technisch. Das Tor zur Festung, das könnte ich auch. Im Prinzip. Ja. Das könnten wir jetzt direkt freischalten, aber wir wollen ja doch mal irgendwann zu Medusa. Aber erst nehmen wir das Grünblatt dann auch mit. Wir müssen ja auch mal echt vorwärts kommen, oder? Also. Das ist Mendoza. Also Mendoza, habt ihr das gesehen? Interessiert mich bloß gerade nicht, weil ich weiß, ich kann hier noch ein bisschen was plündern. Ich bin so schlimm in dem Game, das ist echt übel. Magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Er hat ja alles hier drin in seinem Kabuff. Ey, dies war jetzt mal leicht Schluss, auch wenn es nicht leicht aussah. Berserker. Den Zauber hatte ich noch gar nicht. Und ein Haufen Gold. Wollen wir hier noch eine Runde ratzen? In Mendozas Bett? Ich glaube, das lassen wir dann doch lieber. Aber das nehmen wir noch mit. Ein großer Heiltrank, ein großer Mana-Trank. Und noch irgendwie ein Rezept oder was das war. Noch ein bisschen Weisheit steigern. Hier steht etwas über Magie. Da bin ich dabei. Das ist so krass. Hi Mendoza. Bye Mendoza. Nee, auf der Seite gibt es tatsächlich nichts mehr. Ja, gut, wir könnten uns auf der Bank setzen, aber ich glaube, das gibt uns auch nicht noch mehr Punkte. Quatschen wir doch mal hier mit dem Inquisitor. Ne? Moinsen! Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, Bandit. Was willst du von mir? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Was will er? Verhandeln? Warum kommt er nicht selbst? Er hat viel zu tun. Mit dem Plündern der Ruinen oder den Angriffen auf meine Männer? Genau deshalb bin ich hier. Meinetwegen, dann sprich. Was für eine Botschaft bringst du mir? Die Kämpfe zwischen dem Orden und den Banditen müssen aufhören. Bekommt Esteban es mit der Angst zu tun oder ist er müde geworden? Den Monstern ist es egal, welche Rüstung wir tragen. Sie greifen jeden an. Sie sind die eigentliche Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung? Du weißt gar nichts. Jedenfalls noch nicht. Was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Frieden? Es gibt keinen Frieden auf dieser Welt. Soll ich Don Esteban das sagen? Nein, aber ein Waffenstillstand hat seinen Preis. Gut, was verlangst du? Ich habe kein Interesse daran, einen Krieg gegen euch zu führen. Höre, was ich dir zu sagen habe. Und bringe mir, was ich verlangen werde. Dann könnt ihr euren Frieden haben. Dann erzähl mir, was los ist. Die Götter haben uns verlassen. Und die dunkle Welle brachte Zerstörung über die Welt. Aber sie sind nicht ohne Geschenk von uns gegangen. In dieser Halle hier erschien die heilige Flamme als Zeichen, dass wir nicht vergessen sind. Ein letztes Versprechen der Götter, dass uns Menschen die Welt gehört. Was ist die Macht der Flamme? Die Flamme ist die Quelle der Magie. Das ist ihre Macht. Durch ihre Magie wird die Insel beschützt. Beschützt? Und was ist mit den Ruinen und den Monstern? Der Schutz wird schwächer, unsere Feinde stärker. Die Zerstörung hat bereits begonnen. Warum haben die Götter die Welt verlassen? Das ist eine andere Geschichte, die für uns nicht länger von Bedeutung ist. Es ist passiert. Und alles, was jetzt zählt, ist unser Überleben. Und wir werden überleben, indem wir unsere Feinde besiegen. Wer ist der Feind? Die dunkle Welle hat Mächte längst vergangener Tage freigesetzt. Die Zeit der Titanen sollte vorbei sein. Und doch sind sie hier, überall da draußen. Sie ziehen über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, unsere letzten Enklaven zu vernichten. Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir, ich werde es dir zeigen. Was sind die Titanen? Folge mir, dann wirst du es erfahren. Dann zeig es mir, ich will alles erfahren. Gehen wir. Darf dem alten Sack hier hinterher latschen, oder was?
Ich will nicht. Einst herrschten die Titanen über die Welt. Doch die Götter konnten sie vertreiben. Jetzt, da die Götter weg sind, fallen sie erneut über unsere Welt her. Doch in dieser Zeit ist kein Platz für Menschen und Titanen. Einer wird weichen müssen. Und das werden nicht wir sein. Folge mir. Das hab ich vor, aber du quatschst denn dauernd. Also, was soll ich da machen? Das zieht sich dadurch ein bisschen. Ich habe die Titanen bekämpft. Auf Land und auf See. Und ich habe viele Waffen gegen sie eingesetzt. Wir werden den Kampf gewinnen, wenn wir wissen, wie wir die Flamme nutzen. Doch dazu müssen wir ihr Geheimnis ergründen. Weiter. Ach, Mai. Das ist echt anstrengend, langsam hinter dem herzulaufen. Autospeicherpunkt finde ich nicht so doof. Hier passiert jetzt, glaube ich, nichts, was uns gefährlich wird. Ich kann sehen, was keiner sieht. Mein Auge zeigt mir die magischen Strömungen der Welt. Die Flamme, die in der heiligen Halle zu sehen ist, hat ihren Ursprung im Feuer des Vulkans. Weiter jetzt. Die Steuerung ist so sensibel. Zeug! Pass doch mal auf. Hier gibt's gleich noch mehr Zeug. Das bin ich, ne? Hier geht die Mainquest weiter und ich gehe erstmal hier irgendwie durch die Gegend und guck, ob hier noch irgendwas abgreifen kann. Das bin ich. Ne, mir ist es bloß gerade eingefallen, dass es hier Zeug gibt. Da, Eisenerz. Gold auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Weil ich vergesse das sonst. Jetzt bin ich gerade drauf gekommen. Ich vergesse das sonst später. Ich weiß es. Ich kenne mich. Eine Rezeptur? Okay. Ansonsten ist hier nichts. Also, man muss halt immer so an die wichtigen Sachen. Also, Loot, Loot, Loot denken. Nein! Okay, Leute, ich würde einfach mal sagen, das ist ein guter Zeitpunkt für ein Partende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich Mondosa hinterher renne. Ich werde das natürlich bis zu dem Zeitpunkt spielen, wo ich das eingesagt habe und hoffentlich nicht mich wieder so doof anstellen. Und sage an dieser Stelle, macht's gut, bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Risen. Ciao.